Hi Cuties und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Misha und heute machen wir weiter mit der Make-up ABC-Reihe. Heute ist der Buchstabe B dran, das heißt, ich werde Produkte benutzen, die mit B anfangen, sei es Marke, Namen von einem Produkt, Titel, Farbe eines Produktes, whatever. Ihr kennt das ganze Spiel schon bei Buchstaben A, da habe ich es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher erklärt. Falls du es nicht gesehen haben solltest, verlinke ich es dir gerne hier oben. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem Buchstaben B. Zu Beginn benutze ich einen Primer, das ist der von NYX und zwar von der Bear With Me Reihe. Ich finde das Packaging übelst süß, ich habe das relativ neu, ich habe es heute gekauft. Und ja, hat passend reingepasst in das Video heute, aber das habe ich, wie gesagt, nicht für dieses Video gekauft. Ihr wisst, ich kaufe immer Make-up. Deswegen in der Reihe versuche ich nicht extra Sachen zu kaufen. Das war jetzt nur Glück, dass es reinpasst. Und ja, wir haben einen neuen Primer, das ist so ein Jelly Primer. Ja, ich finde das Packaging super schlicht, aber super schön cute. Ich mag die ganze Bear With Me Reihe von NYX. Ich finde das super süß, das Design. Und dann haben wir hier eben so ein Teil, das machen wir mal ab. Und dann haben wir eben so ein Jelly Primer. Oh Gott. Jetzt ist mein Tisch voll mit Primer. Ihr könnt sehen, das ist so richtig Jelly. Finde ich mega interessant. Fast gedacht wie so ein kleines Kind. Ja, ich würde sagen, trage ich mal ein bisschen Primer auf. Also ich weiß, dass der auf Wasserbasis ist und so ein bisschen das Hautbild so schöner machen soll. Ein bisschen Feuchtigkeit spendend sein soll und ein bisschen kritisch hier das Ganze. Also es fühlt sich halt sehr nass an, als würde man sich Wackelpudding ins Gesicht irgendwie klatschen. Mega interessant. Ich weiß nicht. Ich finde die Textur irgendwie besonders gerade. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da ist so ein bisschen sticky. Ich weiß nicht, ich finde den voll geil, weil das ist voll meins. Guck mal, ich habe gerade mit meinem Finger ein gutes Stück mitgenommen und man sieht das gar nicht mehr, dass ich was rausgenommen habe. Das finde ich richtig geil. Weil ich finde es immer so ein bisschen blöd, wenn das Packaging immer so schnell dreckig wird von irgendwas. Bestes Beispiel Concealer oder Foundation oder. Und dann denke ich mir, ist das echt cool, sowas. Auf jeden Fall habe ich ziemlich viel Glow jetzt im Gesicht. Finde ich aber gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Machen wir weiter mit der Foundation. Da habe ich die Foundation von BH Cosmetics. Die BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Das ist einmal die Farbe 201 Ivory. Und ich finde es immer so krass, dass BH so viele Paletten rausbringt und viele so Gesichtspaletten auch teilweise, aber so Foundation, Lippenprodukte, whatever, extrem wenig. Ich weiß nicht, verwundert euch das auch, weil die sind ja immer dran, den hottesten Shit rauszubringen, aber in der Kategorie oder in diesen Kategorien vernachlässigen die das so ein bisschen. Die Konsistenz, könnt ihr sehen, ist ziemlich fest. Sehr creamy. Foundation hat sich jetzt gerade nicht so super leicht auftragen lassen, aber ich glaube, das liegt wirklich am Primer. Finde ich, naja, ich trage die BH Foundation jetzt nicht super oft. Ich muss mir den Primer mal anschauen mit anderen Foundations. Vielleicht wäre es dann geschickter. Es war nicht so leicht, wie man es gewohnt ist oder ich gewohnt bin, sondern man musste ein bisschen mehr mit Kraft, mit Schmack ist das Ganze einblenden, einarbeiten, weil bestimmt, weil der Primer so sticky ist. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht mit einer flüssigeren Foundation so ein bisschen besser wäre. Diese Foundation hätten wir jetzt erstmal aufgetragen. So für den ersten Blick mag ich sie eigentlich ganz gern. Sie ist halt ein bisschen schwerer so auf dem Gesicht und ich finde, sie hat so eine eher mittlere Deckkraft, wo ich mir denke, oder meistens habe ich das Gefühl, wenn die Foundations so ein bisschen mehr fester sind, dass die Deckkraft halt höher ist. Und hier finde ich es wirklich mittel. Also ich glaube, die ist gut aufbaubar, aber sie haut mich einfach nicht komplett von den Socken. Aber ich finde sie gar nicht schlecht. Machen wir weiter mit Concealer. Da benutze ich von BH Cosmetics auch den Concealer. Das ist der Studio Pro Total Coverage Concealer. In der Farbe 102. Ich mag solche Applikationen gar nicht. Ich finde, das ist voll die Sauerei. Also, tricky. Und das ist auch super feste Concealer. Also, das merkt man wirklich sofort. Ich finde die Konsistenz schon ganz nice. Also, so im Alltag bevorzuge ich definitiv flüssig. Auf jeden Fall. Aber
Ich finde es nicht schlecht. Ich muss sagen, set mir das Ganze. Da benutze ich die Batik Palette. Und zwar die Face Contour Palette. Einer der wenigen Produkte, die ich von Batik anständig finde oder sogar mag. Und ja, das ist meine Weltpremiere eigentlich. Genau, in der Palette gehe ich in den obersten Ton Brightener. Und das trage ich mir erstmal auf. Also ich persönlich setze immer zuerst so unter den Augen und dann immer mein restliches Gesicht. Also jetzt beim Setten, ich sehe einfach diesen krassen Unterschied, weil ich finde es einfach brutal. Beide Produkte sind cremig. Das da betont es aber nicht. Oder die Hautschüppchen, trockene Stellen kaum bis gar nicht. Und die total, also das ist echt brutal. Auch hier, ich habe hier Concealer aufgetragen und man kann sehen, an welcher Stelle ich den Concealer aufgetragen habe und wo es endet, weil da ist eben die Foundation wieder. Also das ist echt brutal. Ja, der enttäuscht mich gerade echt brutal. So, bleiben wir gleich bei der Batik Palette und verleihen mir ein bisschen Wärme. Und zwar gehen wir in den Light Shade natürlich. Oh. Upsi. Wo ist das bitte light? Das ist doch nicht light. Naja, wobei, könnte schon light hinhauen. Dann sehe ich halt heute sonnengeküsst aus. Boah, wie krass schlimm das aussieht im Viewfinder. In echt sieht das gar nicht so schlimm aus, Leute. Also, ich finde, es geht voll klar gerade. Also, beim Ausblenden. Boah, Viewfinder sieht das so brutal aus. Das sieht so richtig hier abgeschnitten aus. Ist gar nicht so in echt. Ganz, ganz komisch. Okay, ich gehe trotzdem ein bisschen mit dem Lightpuder. Vielleicht ist das dann nicht so schlimm. So, mit dem Beauty Blender gehe ich in die Farbe Fix. Und die trage ich mir hier so unten auf. So, mit der Palette sind wir fertig. Ich finde, das ist einer der besten Produkte von Batik. Sie funktioniert, man hat alles dabei und ich finde sie für eine Palette für alles eigentlich so von der Größe richtig geil gewählt. Deswegen, ja, hab da gar nichts Negatives oder so zu sagen zur Palette. Ich würde schon mal das Ganze hier entfernen, dass man einfach nicht so was Krasses hat, sondern einfach nur so ein bisschen. Deswegen lasse ich das gar nicht so lange drauf. So, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Da habe ich einmal heute auch neu gekauft von Essence die Eyebrow Gel Pomade. Das aber zufällig, weil es ist die Farbe 01 Brown. Ja, ich habe gar nicht drauf geachtet. Das ist halt einfach meine Farbe. Und dann habe ich hier noch ein Puder von The Beard Cosmetics. Das ist auch richtig klasse. Ich würde auf jeden Fall erstmal mit der Pomade starten. Und falls ich Lust noch habe, benutze ich noch das Puder. Gucken wir mal. Das mache ich immer. Also ich kann das gar nicht. Also wenn meine Augenbrauen nicht ausgekämmt sind, dann nee. Farblich sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay. Die Pigmentierung lässt zu wünschen übrig. Die ist ja super soft pigmentiert. Und also so bin ich gerade ein bisschen schockiert. Aber vielleicht im Alltag ist es gar nicht so schlecht. So, Leute, ich habe meine Augenbrauen gemacht und ich bin so im Zwiespalt, weil irgendwie bin ich so ein bisschen enttäuscht. Die Deckkraft ist halt nicht wirklich gegeben, aber ich finde, das Endergebnis sieht wirklich geil aus, wenn man eben nicht diese Insta-Brow steht, sondern diese Bushy-Brows, weil diese Pomade ist soft. Sie hat keine Deckkraft wirklich. Sie ist so ein leicht graustich und meine Härchen werden dadurch mehr betont, weil die einfach dunkler sind. Und irgendwie sieht es aus, als hätte ich eine natürliche Bushy Brow. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist dieser Trend. Und den finde ich schon echt geil. Also wenn man auf sowas Bock hat, finde ich, sieht schon geil aus. Aber wenn du wirklich eine Insta-Brow haben willst, was ich eigentlich meistens mache oder im Alltag trage oder in Videos trage, dann eher weniger. Aber ich finde die gar nicht schlecht. Ich finde das schon echt geil, weil ich wusste nicht mal, dass es Pomaden gibt, die so soft sind. Weil ich hatte eine von Rival de Loop Young und die war auch sehr gut pigmentiert. Deswegen wusste ich gar nicht, dass die so soft sein können. Und ja, finde ich an sich ganz geil.
Irgendwie schon. Und ich finde die gar für Leute, die mit Pomaden anfangen wollen, wo die Angst haben, oh mein Gott, die Pigmentierung könnte zu hoch für mich sein, dann würde ich sagen, go for it, hol dir das, probier dich aus. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Und ich glaube, wenn man sich mit den Pomaden so ein bisschen auskennt und ausprobiert hat, dann eher zu Anastasia oder zu Pomaden rüber, die wirklich pigmentiert sind oder halt dieses typische Pomadending einfach haben. Ich würde tatsächlich das Puder heute nicht benutzen, weil ich finde das irgendwie ganz geil, dieser Bushy Brow Ding. Deswegen lasse ich das, aber auch richtig gutes Puder, meine Lieben. Aber wir haben noch was für die Augenbrauen, und zwar einen Brow Setter von Benefit. Das ist der 24-Hour Brow Setter. Der ist durchsichtig und ich muss hier immer super viel abstreifen, weil da kommt zu viel Produkt auf den Pinsel. Das überschwemmt einfach meine Augenbraue. Also ist echt komisch dann. Und ja, ich kämme dann einfach so durch. Und ja, für den Bushy Brow Trend wirklich sehr ideal. So, machen wir weiter mit den Augen. Da benutze ich von Fenty Beauty den Eye Primer, den Pro Filter M. Eye Primer. Ja. Sieht ganz cute aus, das Ganze. Das kann ich mir direkt so aufs Lid geben, da da nicht so viel Produkt rauskommt. Also ich würde sagen, so wirklich perfekt. Und das blende ich dann einfach so mit dem Finger ein. Und ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht so oft benutzt. Ich glaube nur zweimal oder so, weil ihr wisst, ich benutze fast immer den von Anastasia. Und der Primer hat keine Farbe, also ist durchsichtig, aber ich finde, der macht so ein Smooth Finish, also so ein bisschen wie so ein Filter oder so drauf. Ja, ist auch ganz schön, also wie gesagt, Anastasia ist auf Platz 1 auf jeden Fall. Heute benutzen wir die Hallo Berlin Palette von Essence. Die schaut einmal so aus, die habe ich auch kein Mal benutzt. Ihr denkt jetzt alle, das ist eine halbe First Impression hier. Nein, ich habe zufällig die Produkte gehabt und dachte so, ja komm, die mache ich rein. Eine echt schöne, coole Palette. Und ich hätte heute Bock, mehr vielleicht Richtung rosa Look zu gehen. Deswegen benutze ich auch ein bisschen die Rival de Look Beauty Booster Palette. Die sieht einmal so aus. Diese Palette ist fantastisch. Die kann ich jedem empfehlen. Das war aber leider eine LE. I don't know, ob man die irgendwie bekommen kann. Aber ich gehe ja nach diesem rosa hier. Deswegen benutze ich die heute in dem Video ein bisschen. Und wie immer starten wir mit einem Blendepinsel und gehen in diesen rosa Base-Ton rein. Und das trage ich mir erstmal in der Lidfalte auf. Also ist sehr schön pigmentiert. Also man sieht auf jeden Fall Farbe auf dem Auge. Ist aber mehr Richtung Gelb. Also es sieht mehr Richtung Gelb aus. Und eine Palette hätte ich eher gedacht, so leicht Peachy-Rosé. Dann gehe ich in dieses Rosa hier rein. Das ist so ein richtig schönes Baby-Alt-Rosa. Also so eine echt, echt geile Mischung, Leute. Und das trage ich auch hier auf. Und ihr könnt sehen, Bombe, Pigmentierung. Und diese Palette hat 5 Euro gekostet. Also ihr müsst euch wirklich öfters die LEs bei Rival de Loop angucken, weil das ist echt klasse, was die manchmal raushauen. Ja. Geil, geil, geil. So ein bisschen ein Emily Edbear Rosa, würde ich sagen. Ich glaube, dieses Rosa hatte ich auch in der Jeffree Star Bloodlust Palette drin. Also heute kann ich auch mal wieder nicht sprechen, wie immer. Genau, und das Ganze blende ich einfach nur noch so ein bisschen aus. Und ich gehe einfach schon gleich unters Auge. Boah, dieses Grün ist ja mal hardcore geil. Das benutzen wir auch. Das ist echt geil. Und wir benutzen einen etwas fluffigeren Lidschattenpinsel und gehen in dieses Grün hier rein. Das finde ich ja mal hardcore geil. Und das trage ich mir hier hinten und auch gleich vorne vom Auge auf. Also die zwei Farbkombis finde ich ja mal richtig geil. Also love that. Dann nehme ich wieder den Blendepinsel von vorhin und blende das mal ein bisschen aus. So, ich gehe wieder in diesen Edbear Shade von der Rival de Loop Palette rein. Ich liebe gerade die Kombi, die sieht so ein bisschen cutie und ghetto aus irgendwie. Ich finde, keine Ahnung, voll die geile Mischung. Ich gehe wieder in diesen geilen Grünton und den trage ich mir noch so ein bisschen intensiver auf,
Ich weiß nicht, wie Essence so eine geile Farbe rausgebracht hat und dass man die noch so gut verblenden kann, weil man sieht die immer noch und manchmal sieht das so brutal dreckig aus und ich finde, das geht vollkommen klar. Also, ich will echt gern jetzt den Cut Crease ziehen. Aber ich muss den Concealer benutzen, den mag ich gerade gar nicht. So. Oh Gott, da kommt direkt ja Produkt raus. Heiler, sag nochmal. So, und das trage ich mir in der Mitte auf, denn wir machen ein Halo Eye aktuell. So, Cut Crease hätten wir. Und dass der Übergang nicht so hart aussieht, verblende ich das immer so ein bisschen mit dem Finger. Weil dann sieht es einfach viel schöner aus. Also, ich bin so, ich mag, je nachdem, also bei sowas mag ich diese harten Übergänge gar nicht. Wenn es aber so ein kreativer Look ist, dann finde ich das manchmal echt geil. Dann gehen wir natürlich wieder in die Hallo Berlin Palette. Und ich weiß gar nicht, was sollen wir benutzen. Oh, ja, das ist geil. Das ist so ein Champagner-Rosa. Ja, das nehmen wir. Das ist so ein Champagner-Gold-Rosa. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Wenn noch so ein Erdbeerrosa drin, wie bei den Wolken, was ich halt hier benutzt habe, dann wäre die Palette wirklich 1A geil. Also da hätte, finde ich, das Schwarz rauskommen können. Also so, ja, weg. Und dann hätte es hier der Erdbeerrosa-Ton sein können oder so. Oder halt ein Grünton weg. Weil den finde ich echt geil, den Grünton. Der ist echt, echt geil. Wir gehen erstmal in diesen pearligen, leicht Rosé-Ton. Und den gebe ich mir als Inner Corner Highlight. Ist da. Wer hätte es gedacht? Das gebe ich mir auch gleich unter die Augenbraue. Boah, wie krass die Farben sind. Leute, seht ihr das? Ich habe immer das Gefühl, ihr seht nicht, wie krass das ist, weil manchmal kommt es anders raus in echt wie in der Kamera. Aber dann schneide ich die Videos und dann denke ich mir so, hey, das ist doch schon voll gut rübergekommen. Aber im Viewfinder sieht es manchmal ganz anders aus. Ich glaube, der trickst mich so ein bisschen aus. So, Cuties, ich würde sagen, ich schminke das Ganze nochmal auf der anderen Seite und dann machen wir weiter mit Eyeliner. Dieser Look wäre jetzt einmal fertig. Diese Palette ist einfach nur grandios, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Ich hatte hier gar kein Kickback, gar kein Fallout. Hier hatte ich so ein bisschen, also Fallout würde ich sagen, ist kaum nennenswert. Was ich aber ein bisschen stärker hatte, war Kickback in der Palette. Finde ich aber an sich auch gar nicht schlimm. Alles im grünen Bereich. Für die, die es wissen wollen, ich hatte hier zum Beispiel super viel Kickback in diesem rosa Shade. Und ja, ich finde, der Look ist so geil geworden. Ist irgendwie so bisschen grungy, bisschen so städtlich, aber ach, geil, 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 geil. Auf jeden Fall machen wir weiter mit Eyeliner. Da habe ich einen von Fenty Beauty, das ist der Flyliner. So sieht das Ganze einmal aus. Ich mag ihn schon sehr gern. Ich weiß nur nicht, ob er anfängt leer zu werden oder irgendwie so Geist aufgibt. Das weiß ich gerade noch nicht so, weil als ich sie den ersten drei Male benutzt habe, war wirklich Bombe und jetzt oder die letzten Male hat er so ein bisschen geschwächelt. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Also ihr könnt sehen, das kommt nicht super stark raus. Ja, da kommt halt nicht genug in die Spitze runter, also hoch, whatever. Also da kommt es nicht so schön zur Spitze. So, meine Theorie hat sich so ein bisschen bestätigt, weil es lässt so langsam den Geist auf. Also ich weiß nicht, wie gut ihr es in der Kamera sehen könnt, aber hier ist es alles eher so ein Grauschleier und hier ist es wirklich schwarz. Also ich glaube, der ist jetzt so langsam leer, meine Lieben. Also da kommt nicht mehr super viel raus. Also ist der Eyeliner nicht so schlecht, aber krass, wie schnell er leer geht. Also wenn ich jetzt nur mit der Spitze so hingehe, dann könnt ihr sehen, super wenig. Und wenn ich so drauf stempel, kommt doch mal. Vielleicht ist er doch nicht leer. Da finde ich den schlecht. Aber er hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, dass ich sage, ich kaufe ihn nach. Also da habe ich schon bessere Einlagen. Da habe ich schon bessere Eyeliner wie von NYX zum Beispiel. Ich nehme jetzt irgendeinen Eyeliner, um mir jetzt das erstmal fertig zu ziehen. Und dann kommen wir zu den Wimpern. So, Eyeliner ist drauf und wir machen weiter mit den Wimpern. Da habe ich eine Mascara und zwar ist die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Die mag ich echt, echt gerne. Ich habe die mal als Produkttester mal bekommen. Ich habe sie mir noch nie selber gekauft.
Und also es ist auch keine PR-Box oder so, also habe ich auch noch nie sowas bekommen. Und ja, ich mag die ganz gern. Also wenn ich die nachkaufe, dann auf jeden Fall wasserfest, weil ich bin sowieso der Fan von wasserfesten Mascaren. Und ja, ich glaube, jeder kennt die Mascara, ist ein Oschi. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es ein Oschi ist. Und ja. Ich mag die ganz gern. Ich finde, das ist irgendwie so eine perfekte Mischung von Verdichten und Verlängern. Irgendwie, ich mag die ganz gerne. So, in der Zwischenzeit habe ich mir Lashes drauf geklebt. Und ich würde sagen, machen wir weiter mit Blush. Da habe ich von Trend Up den Powder Blush. Und ja, ich würde sagen, farblich sollte ganz gut passen. Das ist einmal die Farbe 010. Und ja, tragen wir das gute Stück einmal auf. Aber eigentlich hätte ich heute kein Blush gebraucht, weil ich glaube, da sind nicht wirklich krasse Unterschiede. Weil ich schon rot wie eine Tomate bin. Weiter machen wir mit dem Highlighter. Da habe ich einen von Becca. Das ist einmal die Farbe Vanilla Quartz. Und ich finde das Packaging unglaublich hässlich von den kleinen Becca Highlightern. Aber ich will mir nicht gleich einen Highlighter für 35 Euro holen, wenn ich noch nie was von Becca hatte. Deswegen, ja. Aber ich finde sie echt, echt schön. Das Ganze trage ich trocken auf, also dass ihr nicht denkt, dass ich den Pinsel angesprüht habe. Wieso sag ich das? Wir tragen einmal den Liquid Lipstick von Huda Beauty auf. Das ist die Farbe Bombshell. Und dazu habe ich auch den passenden Lip Liner. Das war mal ein Set. Das ist auch die Farbe Bombshell. Auf jeden Fall mag ich die Lippenprodukte bzw. den Lippenstift habe ich noch nie ausprobiert von Huda. Aber die Lip Liner mag ich ganz gerne und auch die Liquid Lipsticks. Tragegefühl top. Man merkt nicht, dass man auf den Lippen hat. Das finde ich echt klasse. Also ich bin so ein Freund von mehreren Texturen. Huda gehört auf jeden Fall zu einer meiner Lieblingstexturen. Und zum Schluss habe ich noch ein Setting Spray. Das einmal von der Bare With Me Reihe von NYX. Das Prime Set and Refresh Spray. Das tragen wir einmal auf. Ich persönlich mag das Fixing Spray ganz gerne, seitdem ich weiß, wie das funktioniert. Man muss meistens ein, zwei Pumpstöße davor schon geben und dann hat es so einen feinen Sprühnebel. Ansonsten mag ich es ganz gerne. Ich finde, das ist ein cooles Setting Prime Refreshing Spray. Ja, mag ich ganz gerne. Ich finde das Packaging auch übelst schön. Also ich finde die ganze Bare With Me Reihe sehr schön gestaltet. Ich finde auch diese Foundation oder was es sein soll auch ganz schön. Ich glaube aber, die ist super, super leicht von der Deckkraft. Aber ja, ich finde diese ganze verpackungstechnische Sache echt geil irgendwie. Dieses schlichte Love That. Wir sind am Ende von diesem Video. Ja, ich muss sagen, ist ein super cooler, interessanter Look geworden. Ich habe mir den eigentlich komplett anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich einen komplett rosa Cutie-Look machen. Finde ich aber auch ganz geil. Ich fand alle Produkte ganz gut. Manche haben mir ein bisschen besser gefallen als andere. Zum Beispiel liebe ich die Lippenprodukte, liebe die Paletten. Vor allem die Hallo Berlin Palette ist einer der Favoriten in diesem Video. Also wie gut die performt hat, leck mich fett. Also super verblendet, super aufgebaut. Ich finde das eine perfekte Deckkraft einfach von diesen Lidschatten her. Der Eyeliner hat mir zum Beispiel ein bisschen weniger gefallen. Und ja, meine Flop-Produkte in diesem Video eindeutig auf Platz 1 dieser Concealer. Ich werde sie noch einmal testen, wenn meine Haut keine Probleme macht und dann entscheide ich, ob ich den behalte oder nicht, weil ich fand den Primer auch echt geil, aber ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen. Ich muss ihn noch ein paar Mal ausprobieren und zu erkennen, zu wissen, wie ich den wirklich finde, wie ich den einordnen kann. Aber bis jetzt mag ich den echt, echt gerne. Ich finde, der ist halt was Besonderes. Das waren die zwei Produkte, die in diesem Video so ein bisschen für mich hervorgestochen haben. Ja, love that. Gefällt mir das Make-up richtig gut? Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem Look hältst. Bist du auch von dem Look an sich begeistert oder nicht? Und ich habe euch schon mal gesagt vor einigen Tagen, dass ich Produkte, die ich in meinen Videos benutze, unten für euch verlinkt habe, falls ihr danach schauen möchtet. Ich verlinke aber nur die Sachen, die ich finden kann. Es ist meistens nicht alles, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr irgendwas nochmal detaillierter anschauen wollt. Und abonnieren nicht vergessen für mehr. Ihr wisst, ich bin dreimal die Woche am Start hier für euch und ich würde mich freuen, wenn du ein Teil meiner Community wirst. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!
Grips on your waist from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away.